Auf OnlyFans hat man einfach die Möglichkeit, mit seinen Fans zu interagieren. Es geht darum, seinen Fans näher zu kommen. Also so ein Scheißgelaber, da kann sich doch kein Schwanz anhören. Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute gucken wir uns mal ein absolutes Knallervideo an. Und zwar frag ein OnlyFans-Girl. Und das Ding ist wirklich zum Schießen. Ich habe das die Tage schon gesehen und wird auch immer abstruser im Verlauf. Und ihr seht es ja auch hier an Like und Dislike. Es wird wild. Und bevor wir loslegen, noch eine kurze Info zum Next Level Forum. Für die, die noch nicht an Bord sind, das Next Level Forum ist meine eigene Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich täglich aktiv. Die Stimmung ist herrlich und ich hau ungefiltert mein komplettes Wissen raus, was so in der Form hier auf YouTube nicht möglich ist. Das heißt, du bekommst da mein tägliches Übungsprogramm mit allem drum und dran. Du lernst, wie du selbstbewusst, erfolgreich und charismatisch wirst. Gut mit Frauen, gut mit Männern. Ja, ist natürlich für beide Geschlechter. Schüchternheit überwinden, James Bond-artige Gelassenheit, raus aus der Matrix, Drama und negative Emotionen loslassen und natürlich das ganze Flirt- und Dating-Thema. Das heißt, wie quatsche ich eine Frau an, wie kriege ich die Nummer, was mache ich beim Date, das Textgame dazwischen, Nice Guy vs. Bad Boy und so weiter und so fort. Wir pimpen sogar deine Optik auf Wunsch. Das heißt, zusammengefasst, du lernst, wie du eine coole, erfolgreiche Sau in allen Lebensbereichen wirst. Und das Ganze wird natürlich schön genüsslich im No-Nonsense-Tacheles-Modus serviert. Das heißt, ohne das seichte, oberflächliche Friede vor der Eierkuchen-Coaching-Gelaber, wie die Coaching-Branche halt heutzutage leider so ist. Also, gerne an Bord kommen, es lohnt sich und wir freuen uns auf dich. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Na gut. Also, los geht's mit diesem genüsslichen Autounfall. Mein Name ist Bonnie Lang, ich bin bekannt unter dem Namen Bonnie Tagesbrise und vor einem Jahr habe ich mich mit meinem OnlyFans-Account selbstständig gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht, als wäre es jetzt irgendein Wahnsinns-Business. Ja, die erfolgreiche Start-up-Jungunternehmerin, die richtig gut drauf ist, richtig kreativ ist und richtig was zur Gesellschaft beiträgt. My God, she's an angel. Der Account war für mich ein wichtiger Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit und um meinen Körper zu akzeptieren. Und das kommt gleich noch ausführlicher, aber das kann ich psychologisch gesehen natürlich sehr empfehlen, darüber seinen Körper zu akzeptieren, indem man ihn für Geld im Internet präsentiert. And I'm being sarcastic. Hallo Bonnie. Fa hat sich gefragt, was ist OnlyFans genau? OnlyFans ist eigentlich eine Social-Media-Plattform. Das bedeutet, jeder kann sich von der Theorie her dort platzieren. Es ist nichts anderes wie Facebook und auch ungefähr so aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass man dort Online-Content per Bezahlung anbieten kann. Das bedeutet, dass man dort jemanden abonnieren kann, kostenpflichtig. Ja, alles ganz harmlos. Oder auch Nachrichten mit einem Preisschild versieht, sodass die Nachrichten gekauft werden müssen. Dort sind verschiedenste Künstler vertreten, also sowohl Ja, das ist alles Kunst auf OnlyFans. Das ist das Hauptgeschäftsgebiet. Ja, du meldest dich als verzweifelter Typ ja wegen der Kunst da an. Ja, ganz klar. Ernährungsberater als auch Sänger, auch große Stars sind bereits dort. Aber OnlyFans hat eben auch einen sehr, sehr großen Erotikbereich, der ein sehr großes Spektrum bietet. Ja, das ist Erotik. Der geilste Euphemismus östlich des Mississippi. Was die Frauen halt so anbieten und hat dadurch eine riesengroße Vielfalt. Na, Vielfalt ist ja immer gut, schön bunt alles. Krümel03 wollte wissen, wie kamst du dazu? Ich habe Social Media ungefähr vor 4 Jahren angefangen und hatte dabei eigentlich gar keinen großen Hintergrund. Hab einfach auf Facebook. Ja, das ist nur so ein bisschen Social Media. Wir sind da alle sozial miteinander. Das ist wie eine große Familie. Ist das nur, dass ein Teil der Familie für Schwachsinn ordentlich Kohle bezahlt. Aber gut, so ist das in einer guten Familie. Facebook ein bisschen gepostet, auch Instagram nebenbei so gemacht. Und ja, relativ schnell hat sich dann gezeigt, dass die Leute an mir interessiert sind. Ich habe Follower gesammelt. Ohne ja, dass die Leute an mir interessiert sind, also hier am Herz natürlich, am weiblichen Wuchs. Das wirklich zu wollen und meine Abonnenten sind immer weiter gestiegen. Ich hatte damals auch schon einen relativ freizügigen Kleidungsstil, also auch mich privat gerne so angezogen, weil ich mich sehr, sehr wohl damit gefühlt habe. Und das hat eben auch den Menschen gefallen. Und dann habe ich...
Ich habe mich sehr, sehr wohl damit gefühlt. So wohl, dass ich erstmal durch OnlyFans dann meinen Körper akzeptieren musste. Ich habe mir irgendwann gedacht, als ich dann die 100.000 Abonnenten-Marke geknackt hatte, okay, was möchte ich jetzt machen? Wohin soll meine... Ja, 100.000 Abonnenten. Stephen Hawking hat wahrscheinlich sich den Hintern abarbeiten müssen, um 100.000 Abonnenten zu bekommen. Aber wahrscheinlich ist der Content noch ein bisschen besser, nehme ich mal an. Zukunft gehen, ich habe jetzt schon... Also als hätte ich es nicht längst gekauft und wäre schon seit Jahren Fan. So viele Abonnenten, aber leider noch keinen Cent damit verdient. Wie schaffe ich es jetzt mit meiner Reichweite Geld zu verdienen? Und so bin ich dann über ein paar Umwege auf die Plattform OnlyFans gekommen. Ich hatte vorher bereits einige andere Optionen probiert, um mit meinen Bildern Geld zu verdienen. Das hat leider alles nicht so gut geklappt und OnlyFans hat mir... Ja, Leute, nichts gegen die Frau. Naja, nichts will ich nicht sagen. Bisschen haue ich natürlich drauf heute und kommt auch noch mehr davon. Aber die macht ja nur das, was funktioniert. Sie hat das nicht erfunden. Ihr kann man es nicht wirklich ankreiden. Die macht halt das, was funktioniert, was Kohle reinspült. Wie viel, da kommen wir gleich auch noch zu. Da zieht es euch die Socken aus. Aber das Video hier sagt so viel über Männer aus und über den Zustand der heutigen Männerschaft. Das ist schon echt zum Kotzen und gleichzeitig zum Wegschmeißen. Das kommen wir nachher noch zu oder gleich noch zu. Ich habe dann Abhilfe geschafft. Ich habe es dann erstmal nur ausprobiert und auch da noch nicht viel dabei gedacht. Habe mir nicht davon erhofft, dass es jetzt so boomt, wie es jetzt boomt. Und dann kam die große Überraschung und es lief dann plötzlich sehr, sehr gut. Und ja, so bin ich zu OnlyFans gekommen. Traumtänzerin möchte wissen, wie viel Geld verdienst du monatlich damit? Das hängt natürlich stark davon ab, wie aktiv man dort ist und wie viel Zeit man dort investiert, wie viel Mühe man sich gibt. Aktuell verdiene ich im Monat zwischen 30 und 50. Okay, zwischen 30 und 50 Euro. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so viel ist, aber ja gut, doch, sie sieht ganz gut aus. Ne? Bisschen die Haare, bisschen zurechtgemacht, bisschen geschminkt, die Bluse. Ja gut, wollen wir jetzt drüber hin. Wir wollen jetzt nicht so ganz sexistisch sein, aber gut, ist ja jetzt nicht so, dass sie da ein Schweinegeld mit verdienen würden. Das heißt, finde ich okay. Ja, ein bisschen Aufwand, postest ein paar Bilder, ein Kameraequipment kostet ja alles, ne? 30 bis 50 Euro sind dann ungefähr 360 bis 600 Euro ungefähr im Jahr. Ja, nee, finde ich okay. Ist ja jetzt kein richtiger Job, ist keine große Leistung, von daher, ne? 350 bis 600 Euro im Jahr, finde ich okay. Mal gucken, ob ich es richtig gehört habe oder ob ich mich verhört habe. Aktuell verdiene ich im Monat zwischen 30 und 50.000 Dollar. Ja, 30 bis 50.000 Dollar, ihr habt richtig gehört. Ich habe, als ich das die Tage das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich traue meinen scheiß Ohren nicht. Das wäre schon ein absoluter Skandal, wenn die Lady hier aussehen würde wie die junge Monica Bellucci. Aber wie erwähnt, zeigt das den Zustand der heutigen Männer, dass Leute, beziehungsweise Volltrottel, da ohne Quatsch Geld für bezahlen. Ja, wer zum Teufel bezahlt Geld dafür? Wieder nichts gegen die Frau. Ja, aber sind wir mal ehrlich, das kriegst du jetzt in Bad Salzuflen und Niederfischbach und Oberfischbach an jeder Kirmes zu sehen. Dafür brauchst du jetzt kein Geld zahlen. Da kannst du einfach auf irgendeine Kirmes gehen und einen mittrinken und mal Hallöchen sagen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein und ein bisschen persönlich und vielleicht auch nicht ganz so coach-like, aber Tacheles muss halt sein. Jeder denkt sich sowieso, also kann man es auch aussprechen. Und vielleicht ist die Frau auch hinter dem ganzen Kram ein ganz toller Mensch und so weiter, will ich gar nicht drüber urteilen. Ist nichts Persönliches, ist aber ein gutes Beispiel für die Plattform OnlyFans und vor allem für die Verzweiflung der heutigen Männerschaft. Und ja, ich habe nicht reingeguckt bei OnlyFans, das heißt, falls die Dame da die Relativitätstheorie widerlegen sollte oder ähnliche Kunststückchen auf die Beine stellen sollte, die die Menschheit voranbringt, dann korrigiert mich bitte, dass das wirklich die 30.000 bis 50.000 Dollar im Monat wert ist. Aber stattdessen habe ich kurz mal bei Instagram bei ihr vorbeigeguckt und habe nur gedacht, oha, the power of makeup, ja, da sieht sie wesentlich besser aus als hier, aber hier ist es ja nicht ihr eigenes Setup und du kannst keinen Filter drüber knallen und die Kamera auch nicht so einstellen, wie du willst. Und in dem Video kannst du auch nicht 400.000 Versuche davon machen und dann den einen Frame nehmen, der vernünftig aussah. Und es gab auch Bilder, wo ich nur gedacht habe,
oha, schnell weg hier, ja, aus persönlich männlicher Macho-Sicht. Schamloser Mistkerl. Also natürlich absolute Katastrophe, absolut lächerlich, liebe Männer, wer dafür Geld zahlt. Schämt euch, shame on you sozusagen. Und das zeigt meines Erachtens, dass wir nicht mehr weit von Idiocracy entfernt sind. Wie viel kostet ein Abo bei dir? Mein Monatsabonnement, das kostet $9.99. Raisin interessiert, worin besteht der Unterschied zu einer Pornoseite? OnlyFans ist ja eine Bezahlplattform. Es gibt kostenlose Pornoplattformen und auch kostenpflichtige Pornoplattformen. Der Unterschied ist, dass OnlyFans, wie der Name schon sagt, für Fans gedacht ist. Also bei Pornoplattformen kennt man zwar oft die Künstler, aber hat gar keinen richtigen persönlichen Kontakt, beziehungsweise geht es da nur um den Porno alleine. Auf OnlyFans hat man einfach die Möglichkeit, mit seinen Fans zu interagieren. Es geht darum, seinen Fans näher zu kommen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Da habe ich mich weggeschmissen die Tage. Ja, da geht da nicht um Kohle oder sowas, sondern du willst ja ganz nah bei deinen Fans willst ja sein. Außer einer von den Volltrotteln schreibt dir dann natürlich, hey, hast mir die Tage Unterwäsche geschickt, sollen wir uns denn jetzt mal auf ein Käffchen treffen? Ja, nett von dir, aber vielleicht doch nicht. Ja, als würde sich da jemals eine Frau mit irgendeinem von diesen Volltrotteln treffen. Und auch völlig zu Recht nicht, ja, ich würde mich als Frau auch mit keinem davon treffen. Aber so ein Scheißgelaber dann hier vom Stapel zu lassen im Internet, wo das theoretisch, falls die Frau noch Kinder kriegen sollte, falls das irgendwann deine Urenkel im Internet sehen können, wie du dir da den Hintern abgelogen hast. Oh, Leute. Und Content, den es öffentlich auf Social Media nicht gibt, halt dort den Leuten anzubieten, zu verkaufen und zu zeigen. Man kann so eine viel, viel bessere Bindung zu seinen Fans aufbauen. Und hatte sich wahrscheinlich versprochen, das heißt Verbindung und zwar Kontoverbindung. Und ist daher auch viel, viel persönlicher. Und zum anderen macht man dort alles selbstbestimmt und selbstständig. Das heißt, da ist niemand zwischengeschaltet. Und du kriegst die Kohle sofort, so ganz persönlich. Ich entscheide, was ich poste, wie viel ich poste, was ich zeigen möchte und kann da meine ganz eigenen Regeln machen. Sandro M. möchte wissen, werden Frauen durch OnlyFans nicht noch mehr zum Sexobjekt? Nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, hab aber so ganz merkwürdig psychologisch nochmal nach links oben aus meiner eigenen Sicht geguckt. OnlyFans nicht noch mehr zum Sexobjekt? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, nein. Das war die beste Schauspielleistung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich würde sagen, nein, weil... Na, glaubt sie absolut dran? Jede Frau, die auf OnlyFans ist, entscheidet das von sich aus. Man wird quasi auf dieser Plattform, wenn man sich im Erotikbereich positioniert, natürlich auf seinen Körper reduziert, aber man wird in jedem anderen Job auch auf das reduziert, was man eben macht, als Mechaniker auf seine Mechanikerfähigkeiten, als Verkäuferin auf die Verkäuferfähigkeiten. Und somit, ja, ich finde, dadurch, dass man halt dort auch nicht nur Porno-Content bietet, dass man dort auch wirklich mit seinen Fans interagiert, mit denen schreibt, eine gewisse Connection aufbaut, dass das überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken eines Sexobjekts zu tun hat. Ja, ich kenne das als Coach und smarter Mistkerl natürlich, dass ich abwechselnd permanent reduziert werde. Entweder auf meine Inhalte, auf meine Schamlosen oder auf meinen Körper natürlich auch. Und der Müllmann wird auch auf seine Mülltonnenfähigkeiten reduziert. Also es ist genau das Gleiche. Tabo interessiert, inwiefern hat dein Account dir geholfen, Selbstzweifel abzulegen? Der Mensch guckt auf sein Konto und weg sind die Selbstzweifel. Lebt ja davon, von Zuneigung und Bestätigung. Und ich finde... Ja, der kaputte Mensch lebt von Zuneigung und Bestätigung, beziehungsweise der noch programmierte Mensch. Und wenn du dich zur vollen Größe aufgerichtet hast, dann brauchst du nicht die ganze Zeit Zuneigung und Zuspruch und Anerkennung. Dann hast du das gelernt, dir selbst zu geben. Das ist ja das große Endziel, dass du es nicht mehr extern von außen brauchst. Das ist ja die oder eine der Wurzeln der Matrix, dass du ständig Anerkennung im Außen brauchst. Und ist, weil du es einfach nicht selbst hinkriegst, du kannst es nicht aus dir selbst ziehen, beziehungsweise hast es noch nicht gelernt,
bist noch nicht so weit und deshalb brauchst du es halt extern im Außen. Aber geht natürlich viel geiler einfach durch OnlyFans. Das ist natürlich noch ein bisschen effektiver und du wirst auch noch reich dabei, ohne dafür arbeiten zu müssen. Das ist ja wunderbar. Dass es etwas sehr, sehr Schönes ist. Also ich beispielsweise genieße sehr die Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Ich glaube, das tut jeder. Jeder freut sich über ein Kompliment. Jeder genießt es, wenn man positive Worte zu hören bekommt. Und das passiert auf OnlyFans sehr, sehr viel. Also dort gibt es wirklich sehr, sehr wenig bis gar keine negativen Kommentare oder negativen Nachrichten. Die Leute sind dort, weil sie dich sehen wollen, weil sie sich freuen, mit dir kommunizieren zu können. Na, die Kommunikation, die ist es. Und alleine das hat mir geholfen, mich zu akzeptieren. Man bekommt hingegen aller Selbstzweifel, die man vielleicht... Na Leute, guckt euch Hollywood-Stars an. Vor allem Kinderstars, die früh Aufmerksamkeit, Lob und Anerkennung bekommen und damit überhäuft und überschüttet werden. Wie kaputt die alle sind oder fast alle. Na, wie da die Drogenrate ist, absolut fürchterlich natürlich. Na, es ist eine kranke Form der, ja, wie soll man sagen... des sich Selbstbewusstseins drauf schaffen. Ja, das ist Fake natürlich komplett. Vielleicht hat, gerade wenn es so um gewisse Körperformen geht, was ist das Ideal, wie hat man zu sein, wie sollte man aussehen, bekommt man dort einfach gesagt, dass man so wie man ist, einfach perfekt ist. Ich habe ganz, ganz lange Zeit damit gestruggelt, also hatte sehr, sehr große Probleme, auch vor meiner Zeit bei OnlyFans oder allgemein Social Media hatte ich große Probleme mit meinem Körper, war nicht so selbstbewusst. Und ich habe auch mit Hilfe einer Therapie daran arbeiten können. Und OnlyFans hat einfach nochmal den letzten Schuss so dazu getan. In Kombination mit dem Therapeuten noch am OnlyFans-Account gearbeitet. So den letzten Kick noch gegeben. Die Therapie war schon fast fertig. Und dann noch das Account oder den Account. Und dann war ich austherapiert. Jetzt läuft's. Mir zu helfen, mich selbst zu lieben, meinen Körper zu lieben, ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Und so würde ich sagen, sind meine Selbstzweifel langsam verflogen. Anna interessiert, wissen deine Eltern und Freunde davon? Ja, ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Das war mir ganz besonders wichtig. In meinem Freundeskreis oder Familienkreis finde ich es Ehrlichkeit etwas, was einfach mit dazugehört. Und es wäre einfach für mich blöd gewesen, hätten sie es über andere Wege erfahren. Und ja, am Anfang war das immer so ein relativ sensibles Thema, aber mit viel Aufklärung hat es dann sehr, sehr gut geholfen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass meine Familie möchte, dass ich glücklich bin. Da träumst du von als Elternteil, dass deine Tochter irgendwann auf OnlyFans ehrlich ihr Geld verdient. Dass es mir gut geht und dass ich meine Zukunft so gestalte. Na, besser vielleicht, als wenn sie ohne Kohle auf der Straße hausen müsste, aber wie viel besser, das bleibt wohl zu diskutieren. Ich das möchte, dementsprechend erfahre ich volle Unterstützung von meiner Familie. Natürlich gab es den einen oder anderen, der das nicht so positiv fand, aber diese Leute gehörten dann einfach nicht mehr zu meinem näheren Umkreis. Emma I. hat sich gefragt. Du hast ein Snowflake-Syndrom. Ich will die ganze Zeit Lob, Anerkennung. Du bist perfekt, so wie du bist. Und wer nicht die ganze Zeit Lob und Anerkennung raushaut und sagt, es ist alles perfekt, was du machst, der fliegt direkt. Ja, statt sich gerade bei sowas Krankem vielleicht mal eine kritische Stimme anzuhören, dass das langfristig vielleicht nicht das Geilste für die eigene Psyche ist. Na, außer du bist wirklich total abgebrüht, nimmst ein paar Jahre die Kohle dann mit und machst dann was Vernünftiges, suchst dir dann einen Job. Wenn du einen Freund hast, wie steht er dazu? Ich habe aktuell keinen Freund. Aber ich glaube, dass gerade bei der Partnersuche das ein bisschen schwierig wird. Endlich mal was Ehrliches. Ich finde allerdings, dass ich habe mich mit vielen, vielen auch männlichen Freunden unterhalten, die mich in der Richtung sehr krass unterstützen und mir sagen, dass wenn ich einen Partner habe... Ja, die haben ja bezahlt. Die wollen ja auch, dass Content kommt. ...der mich liebt, dann wird er mich auch in meinem Berufsfeld unterstützen. Und genau so sehe ich das auch. Synthetic Presence möchte wissen... Wie ist das Verhältnis zu deinen Abonnenten? Sehr, sehr, sehr innig, was das Finanzielle angeht. Ich würde sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes und eben durch die Plattform sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Abonnenten. Ich kann auf Wünsche von ihnen besser eingehen. Ich kann eine sehr, sehr enge Bindung schaffen. Natürlich mit einer gewissen Distanz, aber... Also monatliche automatische Abbuchung oder was? Ja, also es ist halt einfach anders wie auf den normalen Social Media Plattformen.
anders als auf den normalen Plattformen. Dort kann ich leider nicht so ein enges Verhältnis schaffen. Dafür habe ich leider gar keine Zeit, weil dort ja am Tag unfassbar viele Menschen schreiben. Und durch die Plattform ist es mir einfach möglich, auf jeden persönlich einzugehen, persönlich mit ihm zu schreiben. Und viele Abonnenten von mir genießen das einfach, dass man sich auch einfach mal ganz normal mit mir unterhalten kann. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Bietest du extra Content an? Ja, also bei mir gibt es viele, viele Optionen und viele, viele Möglichkeiten. Ich richte mich da einfach ganz klar nach meinem Abonnenten. Ich gehe gerne auf Wünsche ein, sofern sie meinen Grenzen entsprechen. Also ich mache sehr, sehr viel. Ich versuche ein optimales Erlebnis auf meinem OnlyFans-Kanal zu bieten. Das bedeutet, wenn jemand einen ganz speziellen Wunsch in einer Richtung hat, dann kann ich das gerne machen. Das können zum Beispiel auch Bewertungen sein, das können aber auch beispielsweise so eine Art wie Dirty Talk sein, die man buchen kann. Und dann, also sehr, sehr persönlich. Und ansonsten bin ich eigentlich immer sehr, sehr offen für neue Vorschläge. Niki hat sich gefragt, nach was für Fetischen wirst du gefragt? Also sehr, sehr beliebt ist der Fußfetisch. Ich denke, der ist allgemein auch sehr bekannt. Da habe ich immer wieder viele Leute, die kommen und mich danach fragen. Und ich biete das auch sehr, sehr gerne an. Das sind Fotos, die ich persönlich mit am liebsten mache. Ich finde das sehr... Ja, weil du da dich nicht aufbrezeln brauchst und keinen Filter drüber hauen musst. Ja. Sehr, sehr schön, einfach da... die mal einen anderen Körperteil in Szene zu setzen. Es gibt ja auch Leute, die eher nur auf einen schönen Po stehen. Auch oft wurde nach Badewasser oder zum Beispiel Kleidung gefragt. Das verschicke ich natürlich auch ziemlich, ziemlich gerne. Und ich würde an der Stelle einfach sagen, der Gast ist König und warum nicht? Leo Euert möchte wissen, würdest du selbst anderen CreatorInnen folgen? CreatorInnen. BürgerInnen, MeisterInnen, KandidatInnen. Außen. Ich folge ein, zwei meiner, ich sag mal, Kolleginnen schon. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde, die machen sehr, sehr schönen Content. Und Content CreatorInnen. Sollte ich noch weitere CreatorInnen oder Kolleginnen in dem Fall finden, die mich interessieren, die ich hübsch finde, die würde ich auf jeden Fall dann auch unterstützen. Ja, ihr merkt, das ist alles eine einzig große Familie. Das ist alles richtig schön. Ich glaube, ich melde mich gleich noch an. Ultra cool interessiert. Gibt es viele Männer, die einen OnlyFans-Account haben? Also ich habe mit persönlich noch keinem gesprochen. Na, Peter Frahm, Next Level OnlyFans. Macht euch auf was gefasst, der brandheiße Content innen. Oh Mann, da muss ich hin. Das ist doch ganz klar. Was mache ich noch hier? Ja, meine Arsch-Selfies kriegt ihr da zu sehen, ihr notgeilen Stücke. Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Young Jan hat sich gefragt, was sind die negativen Seiten von OnlyFans? Ich würde sagen, die mir... einzigste bekannte. Einzigste gibt's nicht. Ja, alte Pedant wieder. Die negative Seite von OnlyFans ist tatsächlich, dass, wenn man sich so einen Account macht, Geld schon mal schnell verleiten kann. Das bedeutet, man sieht auf einmal, wie viel Potenzial man auf so einer Plattform hat, wie viel Geld man damit verdient. Und es ist so, dass man dann ganz oft über seine eigenen Grenzen springen könnte, weil halt eben das Angebot eines Abonnenten eintrudelt, das man sich so vorher noch nicht erhofft hat. Und so kann es passieren, dass Frauen oder ich sage einfach mal Menschen über ihre eigenen Grenzen gehen, ohne das wirklich zu wollen, aber das dann für das Geld tun. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich habe auch einen Kurs für OnlyFans gemacht, der heißt Only Tagesbrise Fans. Dort habe ich ein eigenes Kapitel dafür gemacht, dass man, bevor man mit OnlyFans startet, sich ganz, ganz viele Gedanken darüber machen sollte, vielleicht auch seine Grenzen einmal verschriftlicht und sich so einfach immer selbst treu bleibt, dass es halt viel Vorbereitung bedarf und dass man sich den Sachen im Klaren sein soll, zu was man bereit ist und zu was nicht. Ja, ihr merkt, es sind überhaupt keine Parallelen zu halbnackten oder sehr nackten Bewegtbildproduktionen. Das ist was völlig anderes. Hier geht es um Innigkeit, um Familie. Das ist so, finde ich, mit um Persönliches. Die einzigste negative Seite, die passieren kann. Rollo möchte wissen, hast du deinen Account jemals bereut? Nein, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Ich habe OnlyFans gemacht und davor habe ich ja auch schon Bilder verkauft. Und es ist so, dass ich zu dem Zeitpunkt
als ich damit angefangen habe, abseits von OnlyFans, ich mir natürlich erstmal unsicher war und das hat lange Zeit gedauert und war ein sehr, sehr langer Prozess, bis ich mich dazu entschieden habe, wirklich in den Erotikbereich einzusteigen. Und ich würde sagen, ich hätte es nicht besser machen können und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und so jetzt mit beiden Beinen fest im Leben stehen kann. Camelo hat sich gefragt, auf was sollten Leute achten, die selbst einen Account starten wollen? Vorbereitung ist an der Stelle einfach alles. Wie ich. Ja, jahrelange Ausbildung, Fachwissen drauf schaffen, Praxis, 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 üben, üben, üben. Schon erwähnt habe, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich sehr, sehr genau Gedanken über seine eigenen Grenzen machen soll, dass man wirklich damit einen Schritt in die Selbstständigkeit wagt, dass das ein sehr, sehr großer Schritt ist, eine sehr, sehr große Chance, aber dass das halt auch alles mit, ich sage mal, Pflichten verbunden ist, dass man sich dem einfach im Klaren sein soll, dass man gut vorbereitet startet und nicht nachher. Jetzt habe ich mache auch hier wie Sie so ein OnlyFans-Coaching. Wie wirst du Schnalle, männliche oder weibliche oder diverse Schnalle? Auf OnlyFans. Das ist mein neues Coaching-Produkt. Macht euch auf was gefasst. Stay tuned. Die zwei wichtigsten Schritte für mich ist einfach, ist man wirklich bereit, selbstständig zu werden? Und welche Grenzen habe ich? Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die man sich am Anfang stellen sollte. Gabriel09 hat sich gefragt, denkst du, dass du für immer OnlyFans machen wirst? Schwierige Frage. Also erstmal OnlyFans hat... Also die Leute, die dort arbeiten, da ist das Alter sehr, sehr unwichtig. Ich habe auch eine Kollegin, die weit über 40 ist und OnlyFans sehr erfolgreich macht. Ich persönlich bin mir da noch relativ im Unklaren. Ich habe noch keine Big Points, die ich in Zukunft erreichen möchte. Ich bin auch... Der Businessplan steht noch nicht komplett. Ob sie es mit 60 auch noch macht? Wie ich das schon mal gesagt hatte... relativ plötzlich damit so erfolgreich geworden und dann war das für mich auch erstmal eine Umstellung, jetzt zu schauen, wie es da so in Zukunft weitergeht. Also ich habe mir einfach vorgestellt, das jetzt erstmal noch eine Zeit lang zu machen. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich werde auch an meinen Social-Media-Kanälen immer weiter arbeiten, auch vielleicht mal in andere Richtungen und ich lasse mir da einfach alle Türen offen, verschränke mich für nichts und freue mich, durch neue Menschen, durch andere Influencer vielleicht auch gemeinsame Projekte zu schaffen. Und ich denke mal, dass es eher in diese Richtung gehen wird. Aber fest kann ich das... Na, Projekte, Kinder, Hilfswerke in Afrika und was nicht alles auf die Beine gestellt wird von OnlyFans. Das sind richtige Philanthropen. Sie ist einfach zum Verlieben. Nicht sagen, ich lasse das, wie gesagt, gerne alles offen und bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja, Leute, sehr geil. Deshalb, Fazit lässt sich relativ kurz zusammenfassen, denke ich. Und zwar, stop making stupid people famous oder useless people famous. Denn wenn keiner so verzweifelt wäre, den Quatsch zu bezahlen, gäbe es diese Seite überhaupt nicht, diese Plattform überhaupt nicht, diese Family von OnlyFans, das gäbe es dann überhaupt nicht. Ja, das war's mal für heute und dann sehen wir uns beim Coaching im nächsten YouTube-Video oder im Next Level Forum. Links dazu sind wie immer unten in der Beschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, what's the original? I just told you again, it was subliminal. Dir für $1,000 den Schwanz. Eine wundervolle Frau. Wir lieben alle ihre unkonventionelle Art.